Ich frage die Fraktionen, können wir abstimmen? Gut, dann gehe ich auch jetzt so vor. Wir kommen zu den verlegten Abstimmungen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 15, Entwurf betreffend Düngemittelgesetz 2021 samt Titel und Eingang in 796 der Beilagen. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Bitte jene Damen und Herren, die in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 16. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Pflanzenschutzmittelgesetz geändert wird in 816 der Beilagen. Hierzu liegt ein gesamtändernder Abänderungsantrag der Abgeordneten Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen vor. Ich werde zunächst über den erwähnten gesamtändernden Abänderungsantrag und dann über den Gesetzentwurf in der Fassung des Ausschussberichts abstimmen lassen. Wir stimmen ab über den gesamtändernden Abänderungsantrag der Abgeordneten Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen. Wer stimmt dem zu? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Schließlich komme ich zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichts. Wer stimmt dem zu? Bitte ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig. So, angenommen. Das war die Abstimmung zum Teilverbot von Glyphosat. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Glyphosat-Kennzeichnung für Lebensmittel. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Der ist abgelehnt, das ist die Minderheit. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 17. Zunächst zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 817 der Beilagen angeschlossene Entschließung in der Anlage 1 betreffend kein Ammergütesiegel für Sojaimporte auf Bundes- wie auf Landesebene. Wer gibt denen seine Zustimmung? Dann bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Abstimmung über die dem Ausschussbericht 817 der Beilagen angeschlossene Entschließung in der Anlage 2 betreffend Weiterentwicklung des Ammergütesiegels. Wer stimmt dem zu? Das ist mit Mehrheit so angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Cornelia Ecker, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Ammergütezeichen nur bei durchgehend gentechnikfreiem Herstellungsprozess inklusive gentechnikfreier Fütterung. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Cornelia Ecker, Kolleginnen und Kollegen, betreffend die neue Gentechnik muss als Gentechnik behandelt werden, sonst droht gentechnisch veränderte Pflanzenwelt und unkontrolliert Gentechnik am Teller. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit.